seht euch das an. Ich bitte euch, seht euch das an. Ja. Ihr sollt euch das ansehen. Ist ja furchtbar, Dad. Woher weißt du das? Du hast ja nicht mal hingeguckt. Dad, ich bin eine pflichtbewusste Tochter. Ich glaube alles, was mein Vater sagt. Und wenn mein Vater sagt, seht euch das mal an, dann ist es normalerweise ganz furchtbar. Da hat sie total recht. Ich will, dass ihr beide euch das anseht. Was sollen wir uns ansehen, Dad? Diesen Pullover. Ich bitte um einen etwas längeren Blick. Also schön, was ist los mit ihm? Deborah, ich habe 90 Dollar für diesen Pullover bezahlt und jetzt sieh ihn dir an, er ist von oben bis unten voll mit kleinen Fitzelchen. Und jetzt frage ich, wie ist sowas wohl möglich? Das Schaf hatte Schuppen? Der war gut, Debbie. Nein, das Schaf hatte keine Schuppen. Es ist auch kein Konfetti. Es gibt eine wesentlich einleuchtende Erklärung für dieses Phänomen. Morgen, Dad. Morgen, Jennifer. Hey, Dad, weißt du, dass dein Pullover von oben bis unten voll mit kleinen Fitzelchen ist? Ja, Jennifer. Und hast du dich da nicht auch gleich gefragt, wie sowas wohl passieren kann? Das Schaf hat ja Schuppen. Ah, den hatten wir schon. Oh Mist, wieso komme ich niemals als Erste dran? Weil du die Jüngste bist. Aufs Deckchen, essen. Hinwerfen, Männchen machen. Halt die Klappe. Jennifer und alle anderen, mein Pullover sieht so aus, weil wegen eines Tempotaschentuchs. Mann, das hat aber viele kleine Kinder. Wie alt sind die denn, Dad? Nicht übel, Jenny. Jetzt habe ich endlich auch mal einen witzigen Witz hingekriegt. Das Tempotaschentuch hat keine Kinder gekriegt, sondern es war in der Tasche eines Kleidungsstücks, welches in der Waschmaschine war. Wirklich? Wirklich. Wer ist das bloß gewesen? Jemand, der Lippenstift benutzt. Simon, wie konntest du nur? Deborah, lass den Quatsch. Du weißt, dass du es warst. Das ist eine Angewohnheit von dir. Dad, ich weiß gar nicht, warum du dich so aufregst. Das sind doch nur ein paar Fitzelchen. Simon, dein Lieblingspulli war in derselben Maschine. Doch nicht mein blauer. Nein, schlimmer, dein blau-weißer. Debbie, wie oft hat dir Dad schon gesagt, dass du keine Tempos in der Wäsche drin lassen sollst? Schon gut, ich bin schuldig, dann erschießt mich doch. Meine Freundin sagt auch, dass Tempos in der Wäsche furchtbar ärgerlich sind. Isst du weiter? Ich hab schon gegessen. Wann denn? Ach, vor Stunden habt ihr alle noch Ja, was willst du denn überhaupt hier? Ich will Pausenbrot abholen. Dann ist jetzt dein Pausenbrot. Aber dann habe ich doch nichts mehr für die Pause. Du wirst für die Pause nichts brauchen, weil du zweimal gefrühstückt haben wirst. Meine Freundin sagt, dass du manchmal richtig kinderisch bist, Dad. Ah, wirklich? Was ist das für eine Freundin, mit der sie uns seit neuestem in den Ohren hängt? Sie hat sich eine geheime ausgedacht. Ja, ist das nicht süß? Ja, es ist noch gar nicht so lange her, da hattest du auch eine geheime Freundin. Ich? Eine geheime Freundin? Ja, sagt dir der Name Lindy Buttons noch irgendwas? Oh, Lindy Buttons, ja, die hatte ich völlig vergessen. Das ist doch mal wieder typisch für diese verqueren Weibergehirne. Was denn? Ich meine, sich eine geheime Freundin ausdenken, das ist doch lächerlich. Ah, Simon, dann hast du ja anscheinend die Krümelschlümpfe vollkommen verdrängt. Wer sind denn die Krümelschlümpfe? Das war ein ganzer Stamm geheimer Männchen, die Simon erfunden hatte. Sie hausten unter dem Linoleum. Woher weißt du denn von denen? Ich wurde misstrauisch, als du deinen Kopf unter das Linoleum gesteckt hast und mit Leuten geredet hast, die gar nicht da waren. Ah. Tag allerseits. Morgen, Natsch. Was waren das für Leute unter dem Linoleum? Es heißt Linoleum und wir reden über geheime Freunde, die sich Kinder ausdenken. Ja, ich hatte auch mal einen geheimen Freund, als ich noch klein Natsch war. Wie war sein Name? Den wollte er mir nie verraten. Warum nicht? Ja, er konnte mich nicht ausstehen. So, also 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2. Warum mache ich das und nicht die Sekretärin? 3, 3, 3, 3, 3. Andererseits habe ich keine Sekretärin, ich habe eine Betty. Ich werde sie feuern, das mache ich. Ah, das hat gar keinen Sinn, sie geht ja doch nicht. 4, 4, 4. Morgen, Mr. Kelly, es tut mir leid, dass ich zu spät komme, aber... Bitte, Betty, hören Sie mich jetzt nicht, ich sortiere Kopien. 5, 5, 5, 5. Ja, und Sie werden nie erraten. 6, 6, 6, was mir passiert ist. 7, 7. Ja, naja, ich war dann so aufgeregt. 7, 7, 8. Ich konnte die ganze Nacht nicht einschlafen. Ich war auf bis um 6. Was ist passiert um 6? Ich weiß es nicht. 7, 7, 7, 7, 8. Wieso nicht, Betty? Ja, weil ich dann eingeschlafen bin und man weiß doch nie, was passiert, wenn man schläft, außer wenn man träumt. Und sogar dann, da passiert es auch nicht wirklich, oder? Nein. Ja, und bevor ich wusste, was los war, war es schon fast 9. 10, 10. 11, 11. Ein Moment mal bitte, was soll das? Was machen Sie mit den Seiten da? Ich zähle sie. Wieso? Sie doch auch. Nein, tue ich nicht, ich zähle sie nicht, ich sortiere sie. Mir kommt sie eben so vor, als hätten Sie sie eben gezählt. Nein, Betty, hören Sie, Sie verstehen mich nicht. Ich sortiere die jeweils 5 Seiten eines 8 Seiten langen Berichtes. Sekunde mal, wenn der Bericht 8 Seiten hat, wieso sind wir bei Seite 11? Na ja, vielleicht hätten Sie sie lieber mal zählen sollen, statt sie zu sortieren. Hören Sie, Betty, Sie schnappen sich die Seiten und dann machen Sie das selbst, okay? Am
meinetwegen, Mr. Kopi, wie Mr. Kelly. Es gehört ja zu meinem Job, sowas zu machen. Aber wenn Sie es mir gleich gegeben hätten, dann hätten wir jetzt nicht so einen Ärger hier. Ich hätte sie Ihnen gern gleich gegeben, aber Sie waren ja nicht da. Sie waren zu S-P-E-T, zu spät. Zu spät. Ah, stimmt. Aber ich hab's Ihnen doch gesagt, ich konnte nicht einschlafen, weil ich so aufgeregt war. Ja, kann ich mir vorstellen. Wollen Sie doch nicht wissen, warum ich so aufgeregt war? Nein. Doch, wollen Sie doch? Nein, will ich nicht. Interessiert mich nicht. Aber klar, doch, merke ich doch. Ihr Hinterkopf sieht ganz neugierig aus. Ja, dann sehen Sie sich mal meinen Vorderkopf an. Der ist gar nicht neugierig. Wusch! Was war das? Ah, ich wusste, dass Sie neugierig sind. Das war nämlich ein kleiner Hinweis. Hinweis worauf? Das, warum ich so aufgeregt war. Wusch! Der Wind hat Ihr Restgehirn weggeblasen. Versuchen Sie es doch mal. Wusch! Betty, würden Sie wohl aufhören, mich anzuwuschen? Ja, das ist doch der Hinweis, dass ich ganz schnell irgendwo hinsause. Ganz weit da oben. Ah, Sie wollen aus Ihrem Flugzeug rausspringen. Richter. Ich gehe Skifahren. Skifahren? Ja, aufregend. Ich werde die Berge sehen und Schnee. Und wenn ich Glück habe, dann werde ich so einen Schneesonnenuntergang sehen. Ja, in einer Lawine. Ja, aber ich habe mir einen Skianzug gekauft, der lawinenabweisend ist. Ja, man muss doch vorbereitet sein, wenn es mit der Lawinerei losgeht. Oh, hi Mädels. Wo wollt ihr denn hin? Wie wär's mit Tiefseetauchen? Ich gehe mit Jenny runter zum Eislaufstadion. Und wenn sie gut läuft, dann spendiere ich ihr ein Ananas-Eisbecher. Ananas? Ich wette, dass sie dafür profimäßig laufen wird. Ja, hey Dad? Ja? Als Mom noch gelebt hat, ist sie da ganz schön zugelaufen? Jenny, wir wollen jetzt gehen, ja? Wieso? Lass sie. Sie kann doch Fragen über Mom stellen. Ja, wenn du es genau wissen willst, sie konnte sehr gut Schlittschuh laufen. Und hat sie Ananas-Eisbecher gemocht wie ich? Ah, ich glaube, die gab es damals noch nicht. Aber sie hat Ananas gemocht und sie hat Eisbecher gemocht, also ich glaube, dass sie sie mögen würde. Habe ich mir gedacht. Fein. Sonst noch was? Nein, glaub nicht. Okay, dann ab mit euch. Viel Spaß. Komm. Ah, da ist ja mein Lineal. Das ist mal wieder typisch für diesen Haushalt in der Küche. Ich glaube, wenn ich mal die Kaffeekanne nicht finde, gucke ich im Aktenschrank nach. Hey, Dad? Ja, Simon? Brauchst du dein Smoking am Samstag oder kann ich ihn mir leihen? Nein und ja. Wie nein und ja? Nein, ich brauche ihn nicht. Ja, du kannst ihn dir Samstag leihen. Was ist denn mit deinem Smoking? Den ziehe ich an. Kannst du mir das mal erklären? Wenn du dein Smoking anziehst, wieso willst du denn meinen leihen? Mr. Kelly, er will ihn mir leihen. Oh, nein. Außerdem, wenn du ihn dir leihen willst, warum fragst du dann nicht selbst? Weil sie dann Nein gesagt hätten. Ja. Sie haben Ja gesagt? Nein. Aber sie haben doch eben Ja gesagt. Ja, dass ich Nein gesagt hätte. Ah, kann ich verstehen, Sie haben ja recht. Bin auch ein Klamottenferkel. Komm schon, Dad, du brauchst ihn doch sowieso nicht. Na schön, aber sei bitte so freundlich, beim Essen nicht allzu viel draufzuschmeißen. Ja, okay, Mr. Kelly. Ich meine, ich schwöre Ihnen, bei jedem winzigen Essenskrümelchen, das den Weg zu meinem Mund nicht schafft, sterbe ich einen kleinen Tod. Natsch, du bist der Einzige, der es schafft, dass Gefräßigkeit einen Hauch Poesie bekommt. Wozu braucht ihr die Smokings überhaupt? Ach, weißt du, es ist Ben Hewitts 18. Geburtstag und seine Eltern schmeißen ihm eine Riesenparty. Ja, es gehen wirklich alle hin. Ach, und du gehst bestimmt mit Gina. Tja, nicht ganz. Hat ihr Vater dir etwa schon wieder Hausverbot gegeben? Ja, sozusagen irgendwie. Was ist passiert? Oh, es ist eigentlich gar nicht der Rede wert, Dad. Ja, ich habe bloß den VW in seine Einfahrt gestellt, da ist er durchgedreht. Ah, war Öl ausgelaufen? Nein, es ist nur ein klitzekleines bisschen Benzin ausgelaufen. Ja, aber Benzin macht doch keine Flecken. Doch, wenn es Feuer fängt. Feuer fängt? Es war aber kein sehr großes Feuer. Ist denn irgendwas verbrannt? Ach, nur Mr. Butellis wilde Kakteenpflanze. Ah, das ist doch halb so wild. Sekunde, wilde Kakteenpflanzen brennen doch gar nicht. Nein, aber das Garagendach, an dem sie hochwachsen, brannte plötzlich lichterloh. Oder echt ungemütlich. Oh, das verstehe ich gar nicht. Ich meine, du parkst in seine Einfahrt, zerstörst deine Garage bis auf die Grundmauern. Wieso wird er deswegen ungemütlich? Sekunde, wo steht der Wagen jetzt? An einem sicheren Ort. Welchem? In Ihrer Garage. Hol ihn sofort da raus. Keine Panik, Mr. Kelly. Er fängt doch nur Feuer, wenn wir versuchen, ihn zu starten. Ja, Dad, wir schieben ihn jetzt immer aus der Einfahrt raus. Ah, meinetwegen. Und was ist mit dir, Simon? Nimmst du ein Mädchen mit auf die Fete oder hast du auch einem Vater die Garage angezündet? Nein. Ich gehe mit Diana hin. Nehme ich jedenfalls an. Wieso? Steht das noch nicht fest? Ich habe sie letzten Monat gefragt, aber inzwischen gibt es Allison. Allison? Allison. Ja, und jetzt überlege ich, ob ich Diana absage und mit Allison hingehe. Oh, nein, Simon, ich finde, das kannst du nicht machen. Aber Dad, nein, ist doch... Nein, du hast sie eingeladen, laden, also musst du auch mit ihr hingehen. Bestimmt hat sie andere Einladungen abgesagt und sich ein Kleid gekauft und Tanzschuhe. Du kannst sie jetzt nicht mehr hängen lassen, es ist zu spät dafür. Aber Dad! Nein, vergiss es. Ich bestehe darauf, dass Diana auf diese Party geht. Verstanden? Verstanden. Ja, und ich möchte, dass du es nicht vergisst.
Du weißt doch, was das bedeutet, Alter. Nein, was denn? Dass ich dein Problem gelöst habe. Du hast jetzt auch eine Begleitung für den Ball. Ja, wen denn? Diana. Oh, super, Spitzengranate. Manchmal bin ich selber ganz erstaunt über mich, was Frauen betrifft. Wieso das denn? Naja, sie hat mich nicht mal richtig kennengelernt und schon ist sie scharf darauf, mit mir auszugehen. Hi, Betty, ich bin wieder da. Und wie war Ihr Essen mit Mr. Carthasi? Erstens, meine liebe Betty, heißt er Hardy Castle und zweitens war es ein Arbeitsessen. Und Sie wissen ja, was das bedeutet, nicht wahr? Ah, er hat Sie mit der Rechnung sitzen lassen. Genau das. Irgendwelche Anrufe? Nein, naja, ich bin ja selbst auch weg gewesen, aber ich sehe mal auf dem Anrufbeantworter nach. Nein, das kleine grüne Licht ist nicht an. Moment, das kleine rote ist aber auch nicht an. Ach nicht? Warum denn nicht? Weil Sie vergessen haben, ihn einzuschalten. Darum hat keiner bei uns angerufen. Nein, Moment mal, Betty. Sie verstehen das falsch. Wenn jemand bei uns... Vergessen Sie es. Geben Sie mir mal die Hardy-Hasi... Sofort, ich weiß schon, wen Sie meinen. Ja, die Pläne. Was war das denn? Jetzt hörst du schon wieder. Oh, Betty, was sind das für Dinger? Rote Dinger. Nein, noch mal von vorn. Na, das liegt doch auf der Hand. Das sind meine Stiefel. Betty, ich weiß nicht, wie ich es Ihnen sagen soll, aber im Augenblick ist die Mode mehr in Richtung luftig. Mr. Kelly, Sie sind aber ein albernes Ding. Quatsch, ich und albern. Wer latscht denn hier wie Franz Klammer durchs Büro, hä? Das sind meine Skistiefel. Ich habe sie in der Mittagspause gekauft und der Mann hat gesagt, ich soll sie so lange anlassen, bis ich mich darin richtig bequem fühle. Wie soll man sich in den Mülltonnen bequem fühlen? Darin kann man ja nicht mal richtig gehen. Ja, das habe ich auch schon gemerkt, aber dann habe ich mir gedacht, naja, gehen werde ich ja sowieso nicht drin. Ich werde mit Ihnen Ski laufen und das ist ja schon mal eine Erleichterung. Ja, aber auch nur, wenn Sie es können. Mr. Kelly, ich freue mich ja schon so unglaublich auf mein Skiwochenende. Ja, Betty, und ich sehe Sie in einem Schuss die Piste runterstürzen. Oh, Mr. Kelly, ich will nicht hoffen, dass ich dabei erschossen werde. Oh, hi, Dad. Ist Jenny da? Jenny? Jenny? Welche von euch heißt Jenny? Dad, denk mal angestrengt nach. Es gibt zwei Mädchen in dieser Familie und ich bin die, die vor dir steht. Oh, dann heißt also die andere Jenny. Dad. Na schön, ich habe Jenny das letzte Mal gesehen, als sie sich in ihrem Zimmer mit ihrer geheimen Freundin unterhalten hat. Gut, ich habe ihr das Buch besorgt, das sie haben wollte. Nett, entschuldigen Sie, haben Sie eigentlich auch einen Namen? Dad, hör doch auf. Oh, wenn ich dir zu gut gelaunt bin, erschieß mich doch. Das hier ist die perfekte Gastgeberin, Barbie. Und die hier mag ich am allerliebsten, weil ich sie schon hatte, als ich 6 Jahre alt war. Mit wem sprichst du eigentlich, Jenny? Oh, hi, Debbie. Ich habe mit gar keinem gesprochen. Ach, komm schon. Du hast mit deiner geheimen Freundin gesprochen, nicht wahr? Na ja. Komm schon. Ja, das stimmt. Wie heißt sie denn? Ich darf es vielleicht nicht verraten. Oh, vielleicht nicht. Und wenn ich mal rate? Ich glaube, dass das erlaubt ist. Okay. Heißt sie Lindy? Nein. Und wie steht's mit Mary? Moment mal. Sie sagt, es ist okay, wenn ich es dir sage. Oh, wirklich? Ja, du kennst sie ja sowieso. Wirklich? Wer ist es denn? Es ist Mom. Jenny, sag nicht sowas. Warum nicht? Sie spricht ständig mit mir. Jenny, hör auf damit. Ich glaube noch nicht, dass ich das richtig intus habe. Gehen wir es nochmal durch? Also schön. Mit wem gehst du zum Ball? Allison oder Diana? Diana. Nein. Oh, schon beim ersten Mal Mist gebaut, siehst du? Ich hab dir doch gesagt, dass das zu hoch für mich ist. Jetzt pass mal auf. Hör mir mal genau zu. Ich werde Allison erzählen, dass du mit Diana hingehst. Das habe ich doch auch gesagt. Aber andererseits erzähle ich wiederum Diana, dass du mit Allison hingehst. Oh, mit welcher von den Saftamseln gehe ich denn nun? Mit keiner. Ich gehe mit beiden hin. Jedenfalls werden sie das denken. Also werde ich mit keiner von beiden hingehen? Ja! Hör mal. Setz dich. Du gehst mit allen beiden hin. Ach ja? Und ich gehe auch mit allen beiden. Das kommt einfach drauf an, mit wem man gerade redet. Ah ja, jetzt schnall ich's endlich. Wirklich? Nein. Ja, wenn du mit Allison sprichst, dann sagst du, du bist mit Diana da. Und wenn du mit Diana sprichst, dann sagst du, du bist mit Allison da. Wir fahren doch alle im selben Auto, da merkt doch keine von beiden, was läuft. Bist du dir da sicher? Ja, ist doch ganz einfach. Es ist einiges, aber ganz bestimmt nicht einfach. Hey, wenn ich angeblich mit beiden hingehe... Ja? Heißt das, dass ich zweimal was zu essen kriege? Dad, hast du einen Moment Zeit? Ja, komm da rein, Debbie. Dad, ich weiß nicht ganz, wie ich das sagen soll. Ach was, ist irgendwas passiert? Es geht um Jenny. Was ist los?
Naja, es geht eigentlich gar nicht um Jenny, sondern um ihre Freundin. Um welche Freundin? Ihre geheime Freundin. Aha, du konntest wohl nicht widerstehen, was? Du musstest unbedingt mehr über sie herausfinden. Typisch Weib. Der, das ist nicht lustig. Okay, was ist passiert? Ich habe rausgekriegt, wer sie ist und für wen Jenny sie hält. Ah, gut. Und wer ist sie? Es ist Mom. Oh, tja, das ist eigentlich verständlich, nicht wahr? Nein, ist es nicht. Dad, sie glaubt, dass sie mit Mom spricht? Ah, so schlimm kann das doch nicht sein. Aber Dad, sie glaubt, dass Mom ihr auch antwortet. Da ist sie doch zu beneiden, oder? Was heißt denn das? Ich finde die ganze Sache unheimlich. Ich habe richtig Angst. Es gibt doch keinen Grund, Angst zu haben. Aber Dad, es kann nicht gut für sie sein. Ich meine, es könnte sich negativ auf sie auswirken. Nein, ich glaube, das ist nur ihre Art, die Erinnerung zu verarbeiten. Wie meinst du das? Ja, sie war noch sehr jung, als eure Mutter gestorben ist. Die meisten ihrer Erinnerungen sind unterbewusst und jetzt kommen sie wohl raus. Das ist ihre Art, sich an Mom zu erinnern und mit dem Verlust fertig zu werden. Aber Dad... Sie hat ihre Mutter nicht so lange gehabt wie ihr beiden. Und jetzt ist sie an der Reihe. Das musst du ihr schon gönnen. Sie wird schon darüber hinwegkommen. Lass ihr ihre Erinnerungen. Ich habe selbst nicht so viele Erinnerungen an Mom, wie ich haben sollte. Wie du haben solltest? Ja, ich weiß viel zu wenig von ihr. Manchmal habe ich deswegen ein schlechtes Gewissen. Ach komm, das musst du nicht. Aber ich weiß genau, was du meinst, wirklich. Ich meine, manches vergisst man und manches vergisst man nicht. Nimm mal dieses Foto. Was ist damit? Ah, deine Mutter konnte es nicht ausstehen. Aber es ist doch ein wunderbares Bild von ihr. Ja, aber sie fand die Frisur unmöglich. Aber es war immer mein Lieblingsfoto. Ich habe es einrahmen lassen und als sie es gesehen hat, hat sie es umgedreht. Wirklich? Ja. Hör mal, jetzt mach dir keine Sorgen wegen Jenny. Ich meine, es ist vollkommen okay, wenn sie oft an Mom denkt. Und es ist nicht unheimlich und es ist nicht unnatürlich. Wenn du dir da so sicher bist? Ja. Ich meine, solange das keine Form annimmt. Aber jetzt, wo du es mir gesagt hast, werde ich ein bisschen darauf achten, okay? Dad, hat Mom das Foto immer umgedreht, wenn sie ins Zimmer kam? Ja, jedes Mal. Tja, es tut mir wirklich leid, Simon, aber es ist der einzige Weg, wie ich es mir merken kann. Ja, jetzt halt doch mal deine Kralle still. Au! Vorsicht! Ach, musst du das denn unbedingt mit einem Füller machen? Ach, halt die Klappe. Okay, fertig. Kannst du das lesen? Ja. Oh, sehr gut, nicht wahr? Ja, was denn? Wie du die Sommersprosse ausgenutzt hast, um das I von Diana hinzukriegen. Sehr künstlerisch. Ja, ich bin halt ein Genie. Also, wenn dich Diana fragt, mit wem du da bist, was sagst du dann? Ich bin mit Allison da. Gut. Und wenn Allison dich fragt? Bin ich mit Diana da. Gut. Ja, ich glaube, ich habe das jetzt alles in meinem Kopf drin. Natsch, tu mir bitte einen Gefallen. Verlass dich nicht zu sehr auf deinen Kopf. Lieber auf dein Handgelenk. Ah, Jungs, fertig für das große Ereignis? Klar, wir wollten gerade losbrausen, Dad. Ja, und danke für den guten Sack. Keine Ursache. Sieh nur zu, dass du den guten Sack Stück in einem Stück wiederbringst, ja? Wird gemacht. Und mit welcher jungen Dame gehst du jetzt, Natsch? Oh nein, hier sehe ich nichts für den Fall, dass Sie fragen. Was sieht er da nicht? Oh, er sieht nicht, wie spät es ist. Wir sind schon wahnsinnig spät dran. Komm jetzt. Tschüss, Dad. Halt, einen Moment, Simon. Diana geht doch mit, oder? Aber klar doch, gut. Dad. Und wer hat sie eingeladen? Ah, das kommt darauf an, wer gerade fragt. Klappe und alles. Mach's gut, Dad. Nein, halt. Ich wollte okay, doch... Okay, guck mal, da kommt Besuch für dich. Ei, Franz Klammer, Gott steh mir bei. Ich bin hier so komplett kaputt. Betty, was um alles in der Welt soll das? Ich habe nur meine abendliche Joggingrunde eingelegt. In Skistiefeln? Jogging, das war Gestampfe. Wieso haben Sie die schweren Dinger überhaupt an? Na, ich hatte Ihnen doch gesagt, dass der Mann gesagt hat, dass ich sie so oft wie möglich tragen soll, bis ich mich darin so wohlfühle wie in mein Haus pushen. Damit hat er doch aber nicht gemeint, dass Sie sie immer und überall tragen sollen. Nein. Wann fahren Sie denn jetzt eigentlich in Ihren Skiurlaub? In 3 Wochen. Ach, Betty, Sie können sie doch nicht 3 Wochen lang anlassen. Kann ich nicht? Nein. Oh, Mr. Kelly, danke. Oh, ist das eine Erleichterung? Oh, diese Stiefel waren ja so unbequem. Aber manchmal waren sie doch bequem. Wann? Na, beim Ausziehen. Meine Füße sind ganz leicht und luftig. Passend zum Inneren ihres Schädels. Also, manchmal sind mir die Stiefel ganz furchtbar auf die Nerven gefallen. Wann denn? Ja, wenn wir unter der Dusche waren. Heute Morgen sind sie plitsch-platsch voll Wasser gelaufen. Das war wie ein See und 2 fette Stubenfliegen sind drin ertrunken. Ah, da kommt ja Simon Kelly, der letzte große lauwarme Liebhaber. Mach nicht so einen Wind. Nein, wirklich, Simon. Ich meine, sehr wenig Typen haben die Chance, gleich mit 2 Mädchen auf einen Ball zu gehen. Erzähl doch noch mal, wie es war. Tja, weißt du, es war nämlich so. Also, diese beiden... Sie weiß doch schon, was los war. Ja, aber ich kann es einfach nicht oft genug hören. Das war alles deine Schuld, Natsch. Oh, schieb mir das nicht in die Schuhe. Du hast mir zwar gesagt, was ich sagen soll, wenn Diana fragt. Und du hast mir auch gesagt, was ich sagen soll, wenn Allison fragt. Aber du hast mir nicht gesagt, was ich sagen soll, wenn beide fragen. Und was hast du gemacht, Natsch? Ja, Panik gekriegt. Ich habe improvisiert. Er ist in Ohnmacht gefallen. Und da haben die Mädchen so ein Mitleid gekriegt, dass sie mich einfach sitzen ließen und ihn nach Hause gebracht haben. Und
Das weiß ja wohl jeder, was dabei passieren kann. Naja, auf jeden Fall, als wir dann zu Hause... Gut, alles fertig. Danke für deine Hilfe. Für Danke gibt's kein Lutscher, Dad. Lutscher, okay. Bitte, hier hast du deinen Dollar. Danke. Jenny, hast du dich in letzter Zeit mal wieder mit deiner Freundin unterhalten? Du meinst mit Mom? Ja. Naja, wir unterhalten uns schon noch so ab und zu, aber sie hat gesagt, dass wir das in Zukunft nicht mehr so oft machen werden. Oh, warum denn nicht? Weil ich langsam älter werde. Ja, tja. Aber mach dir keine Sorgen, sie wird immer noch bei uns sein. Ja. Okay, und jetzt ab mit dir zum Frühstück. Jenny, hast du das Foto umgedreht? Nein, du musst es umgehauen haben, als wir das Bett gemacht haben. Aber nein, ich hab doch nicht... Ja, vielleicht, wer weiß.